Auch in diesem Jahr stellt sich Let's Dance wieder als Abnehmgarant heraus. Schon in den letzten Jahren haben die Stars extrem an Gewicht verloren. In der aktuellen Staffel zahlt sich das harte Training ebenfalls aus. Gegenüber Bild verrät Knossi, wie viel er schon abgenommen hat. Ich habe bestimmt 10 Kilo abgenommen, aber auch Muskelmasse aufgebaut. Das ist ja wie Intervalltraining in den letzten 2 Monaten. Sogar der Ansatz eines Sixpacks sei bei dem Internetstar nach dem harten Training mit Profitänzerin Isabel Edwardson schon zu sehen. Das hatte sein Kollege Philipp Boy auch schon vor Let's Dance. Bei ihm sorgen die Tanzstunden dennoch für ein Minus auf der Waage. Ich habe eine viel schmalere Taille bekommen, meine Hosen sind zu groß und ich habe auch ein bisschen an Muskulatur verloren. Das ist aber nicht schlecht, denn zu viel Muskulatur ist nicht hilfreich beim Tanzen, erklärt der Sportler. Er habe 4 Kilo abgenommen. Kein Wunder, bei einem Training von täglich 8 bis 10 Stunden.